Schön, es funktioniert. Moin, ihr Baggerluten. So, willkommen in Portal 2, wieder eure Community-Testkammern. Ich habe hier eben gerade irgendwie ein Problem mit der Auflösung gehabt. Ich weiß gar nicht, wieso, weshalb, warum. Nein, das war falsch. Wir gehen direkt in unsere Community-Testkammern. Und wie ihr sehen könnt, na, hat der liebe Luassen91 an seiner Map gefeilt. Es war tatsächlich ein Game-Fehler. Ich konnte sie so nicht schaffen. So, dementsprechend die erstmal weg. So. Und damit wir dem auch gerecht werden können, starten wir gleich wieder mit der. Hahaha, sehr gut. Sehr gut und sehr schön. So. Wollen wir mal gucken, wie es jetzt so ist. Cave here. The real cave. Greg's been crunching some numbers here on Earth Prime. Turns out the likelihood of me being the only cave who likes talking to test subjects is... Da war ja was. Zero. So, tell you what, we're gonna use a code word. If I say chariots, it means you're listening to me. Otherwise, it's an imposter cave. I want you to know you have a license to kill on this one. What? Greg says that might destroy the entire multiverse. Point is, use your own judgment. License to kill. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Gewichtete Würfel kalibriert. Ja, Herrgott. Es hat sich hier ein bisschen was verändert, habe ich das Gefühl. Dementsprechend erst einmal gucken, was wir hier jetzt tatsächlich so zu tun haben und machen sollen. Wir haben hier jetzt Dinge getan. Lass mich erst mal gucken. Ich glaube, hier hat er irgendwo noch... Er hatte mir geschrieben. Irgendwie hat er noch eine Wand entfernt oder irgendwas. Wo geht der hin? Der geht da nach oben. Das bringt noch nichts. Hier konnten wir auch noch nichts tun. Also ich weiß ja noch, wie ich mich letztes Mal echt aufgeregt habe, ne? Weil es einfach nicht weiterging. So. Ich muss trotzdem mich... Es ist ja quasi jetzt eigentlich wieder wie eine ganz neue Map. Dementsprechend muss ich mich tatsächlich hier noch einmal ganz, ganz neu orientieren. So. Und die kriegt man irgendwie raus. Die kommen automatisch so halbwegs raus. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich werfe den jetzt mal da rein. Damit habe ich jetzt irgendwas getan. Aber was genau? Hier nicht. Was habe ich denn mit dem jetzt gemacht? Ah! Guckste mal! Guckste mal! Fuck. Passt. Nein, nicht schon wieder. Oh Mann. So. So. Rein. Hat geklappt? Hat geklappt. Hat da geklappt. Oh, guck mal, kommt gleich der Nächste. Nein, komm zurück. Scheiße. So, hier hin. So, und irgendwas war hier mit Lasern. So, okay, das haben wir jetzt geschafft, das haben wir getan. Also ich könnte rein theoretisch... Aber die Tür ist noch nicht auf. Also das haben wir jetzt schon. Das ist jetzt auch gar nicht so schwer gewesen. So, und der andere geht da hinten hin. Jetzt ist die Frage, habe ich da hinten jetzt was... Nee, da habe ich noch nichts freigeräumt. Wie kriege ich den denn dann jetzt dann dahin? Und irgendwie fehlt mir hier noch ein Laser. Ich meine, ich habe doch diese Cubes hier. Da muss ich doch irgendwie einen Laser bekommen, oder nicht? So. Ein paar Teile habe ich jetzt schon. Wo willst du jetzt, dass ich hingehe? Hier rein. Sollen wir jetzt mal hier rein? Okay. Was habe ich jetzt genau getan? Habe ich das hier komplett... Ja, Wie jetzt? Was passiert, wenn ich mich... Dann auch so... Okay. Ah, guck mal. Yay! Yay! Da. Yay! Schön. Irgendwie gut. So, das bedeutet, wie kriege ich das denn jetzt am coolsten und am besten hin? Ich den erstmal kurz weg, weil der mich sonst nerven würde. Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin.
Ach, jetzt sei nicht so. Jetzt sei doch nicht so. Ein bisschen gemein, finde ich jetzt. So, pass auf, den lasse ich aber auch trotzdem erstmal hier unten. Ich habe hier doch gerade noch einen gehabt, oder? Weißt du, ich wechsle die da einmal kurz aus. Oh. Mal auf, ich nehme den, weil der fällt ja dann gleich, der ist ja dann, der kommt ja dann sowieso irgendwie wieder hierher. So, machen wir so. Wie mache ich das denn jetzt? Nee, das wurde noch nichts. Komme ich denn von da irgendwie da hinten? Wie soll ich das denn anstellen? Das hier ist jetzt der Trick. Wie kann ich das tun? Ah, ich hab's gecheckt. Ich hab's, glaube ich. Ich glaube, ich habe es gecheckt. Oh, stopp. Halt. So. Ja, haha. Das war jetzt auch nicht so schwierig. Du willst mir aber nicht sagen, dass das hier jetzt schon die Testkammer war, oder? Das geht weiter. Das geht weiter. Das finden wir schön. So, was haben wir denn hier? Ist die Frage, könnte ich mir jetzt noch irgendeinen mitnehmen? Wenn ich den hier wegnehme, was passiert denn dann? Dann wird der zweite hier von weg sein. Hier werde ich nicht rüberspringen können, ne? Ich glaube, wenn ich das versuche, bin ich, glaube ich, ganz schön kapeister. Oh. Nochmal. Moment. Hey. Komm ran da. Na, warte mal. Selbst wenn, ich kriege den ja auch nicht hier durch. Das ist nicht richtig. So. Ich, wie gesagt, wir wissen die Tricks noch nicht. Ich werde mir versuchen, da oben hochzukommen. Ich habe es auch geschafft. Okay. Ah, okay, okay, okay. Ich werde einen hier rüberbringen müssen. Werde da einen herüberbringen müssen. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Was ist hier denn jetzt los? Warum? Ach komm schon, du verarsch mich doch. Willst du... Sag mal, wie denn? Nee, das ist nicht richtig. Da, der hat jetzt... Guck mal, was der hier jetzt hat. Wie soll ich denn hier dann jetzt wieder durchkommen? Aber wahrscheinlich so, ne? Ah, guck's mal. Das ist okay so, alles klar. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das so geplant war. Würde ich sagen. Moment, welcher ist denn jetzt da hinten? Und welcher ist... Da ist blau, das heißt, da hinten ist orange. Das heißt, ich muss hier einmal blau reinsetzen, denke ich. So. Wo? Komm her. Wo müssen wir jetzt hin? Oh, warte mal, das war falsch. Ich muss dahin. Oh! Boah, habt ihr den Trick gesehen, Junge? Verrückt. Verrückt. Geil. In der Luft nochmal. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Das war gut. Und jetzt? Komm, noch. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. What? What the fuck? Bist du komplett retarded? So, reicht. Ja, das war jetzt recht schnell. Luassen, also es ist eine schöne Kammer, so von dem Ding. Vielleicht hätte ich auch noch 3-4 Minuten länger gebraucht, wenn ich ja das nicht schon gespielt hätte da, oder zumindest die Version davor halt. Aber sonst, das war jetzt eigentlich echt schnell. Also sie war trotzdem gut. Und auch wegen der Aktion, die ich gebracht habe, hat das Ding auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient. Das
Was denn halt dafür? Ich werde mal gleich dann mal die nächste aufnehmen von Paranoia oder die Schläfers. Weiß ich gar nicht. Hatten wir die nicht schon? Ich guck gleich mal nach, ob wir die schon hatten. Wenn wir die noch nicht hatten, nehme ich die dann sonst auf. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Woche hiermit. Und warte mal, lass mich mal gucken. Nee, demnächst ist Stream wieder. Aber guckt jetzt auf jeden Fall immer mal auf den Kanal und sonst was. Ich mache dann nämlich zurzeit ein paar Mal zwischendurchs. Durchs, Plural von Mal zwischendurch. Geil, ihr wisst schon Bescheid. Quasi diese Extra-Sendung darf, die immer freitags um 12 kommt. Und da kommen dann halt tolle Dinge. Auch wie ihr Sachen gewinnen könnt und wie ihr euch Sachen erarbeiten könnt. Irgendwie so Ingame-Content und whatever, was man dafür tun muss. Da werde ich jetzt zum Beispiel für Overwatch halt ein bisschen was machen. Guckt einfach mal rein und sonst was. Und dann, naja, sehen wir uns halt in den nächsten Folgen oder in Stream oder sonst was. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Winke, winke, ciao und tschüss. Aha. Ich könnte auch einfach weiterreden und irgendwann einfach auf diesen Aufnahmeknopf drücken.